Herzlich willkommen in Synapsia. Der Winter zieht ein. Wir sind im Jahr Nummer 4. Im vierten Jahr im Winter sind wir. Essensvorräte haben sich sehr gut gemacht, muss man sagen. Wir müssten mal gucken. Wir haben nur noch... Ich stopp mal hier die Einwanderung. Klingt irgendwie schwierig, aber ist so. Weil wir haben hier zu viele Leute, sonst sind wir hier bald wieder am Anschlag. Und wenn die Familien hier expandieren, die hier schon wohnen, dann haben wir bald wieder das Problem, dass wir immer weiter bauen müssen. Wobei, wir müssen so Richtung 100, ne? Eigentlich ist es blöd, die Einwanderung zu stoppen. Wie sieht das hier unten aus mit der Fruchtbarkeit vom Boden? Ja, hier können wir es noch setzen. Ich denke, wir setzen hier nochmal zwei Häuser parallel. Geht denn... Ah, die Kneipe kommt aber nicht hin. Man, was ich ein bisschen irritierend finde, dass man die Lager nicht erweitern kann. Ne, dass man die Lager hier so ein bisschen höher setzt. Weil das ist doch genau... Mal ganz kurz. Kann das sein? Ah, das ist hier noch genau eine Reihe. Also hier können wir das Lager noch größer machen und andere Sachen einlagern, die man hier eventuell reinholt. Wir haben ja jetzt das Gebiet dazu bekommen, hier unten, ne? Wobei, Orangen werde ich nicht noch anbauen. Das ist ja Quatsch. Da kommt ja immer mehr rein. Nee. Wir lassen das mal so laufen. Das passt schon. Wieder Start, so. Go. Wo setzt man denn Häuser? Dann setzen wir hier noch hier welche nebendran, würde ich sagen. Dann können wir auch das hier wieder laufen lassen. Unser Ziel ist es ja, ups. Ich habe übrigens priorisiert die Einwanderung. Unser Ziel ist es ja, auf 100 Bewohner zu kommen. Das sollten wir ja auf jeden Fall hinkriegen. Gut, Kohle haben wir 162. Da bin ich mal gespannt. Aber es sieht, glaube ich, ganz gut aus. So, Einwanderung priorisieren müssen wir nicht. Das kommt mit der Zeit sowieso. Wow, 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 wow. Ich glaube, das Lager ist voll. Kann das sein? Ist ja ein bisschen überfüllt gerade hier unten. Ein Produktivitätsbuch haben wir noch. Warte mal, dann nehme ich das mal raus. Und setze das in die Kohle rein, wegen der Heizung. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Können wir noch was mit Steinen upgraden? 205, dann hätten wir mehr Produktivität. Ich glaube, wir gucken mal, ob wir hier den Stein zusammenkriegen. Mal schauen. So, genau. Ich habe auch hier oben die Eisenverarbeitung zur Forschung angeworfen. In der Hoffnung, dass wir dann da rankommen. Aber wir haben das Gebiet hier noch nicht gekauft, ne? 872 Schäkel brauchen wir, damit wir hier das Eisengebiet kaufen können. Das machen wir jetzt mal. Spiel pausiert. So. In der Regie kommt gerade die Frage, ob es mal Sinn macht, ein zentrales Lager zu bauen. Nein, weil die Wege zu weit sind. Also ab einem gewissen Abstand sagt das Produktionsgebäude, ich kann nichts einlagern, weil es zu weit weg von diesem Zentrallager ist sozusagen. Ich weiß nicht, ob es später nochmal spezielle Lager gibt, die das nochmal verändern, das, die Situation, aber grundlegend nein, würde ich nicht sagen. Oh, die frieren alle. Wieso frieren die alle? Weil die Kohle aufgebraucht ist. Die Kohle ist aufgebraucht. Warum? Viele Häuser? Aber man konnte man hier nicht irgendwas sagen? Steinisolierung könnte man machen. Gibt 20% mehr Wärme ab. Und Ziegelstein 30%. Dann sollten wir mal ein paar Gebäude upgraden, würde ich sagen. Jetzt ist nur die Frage, das hier oder das? Ist egal, oder? Ja gut, fangen wir einfach hier oben an. Oder? Du bist kein Gebäude. Du bist ein Haus Level 3.
20. 20, solange wir noch Stein haben, wir noch zweimal. So. Haben wir zumindest ein paar Gebäude schon mal aktualisiert. Haben wir die Möglichkeit, hier irgendwie... Liner 82. Würden wir die Produktivität erhöhen. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten? Ah, der Winter ist vorbei, okay. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwie drauf setzen. Die müssen mehr Kohle ranschaffen, das wird sonst nichts. So können wir unser komplettes Dorf hier nicht versorgen. Was wir auch mal machen sollten, wir sollten uns mal ein Handelsgebäude bauen. Eil dieweil, lass mal kurz schauen, ich mache mal kurz Pause. Handelshafen, Handelsposten, den sollten wir kaufen, bauen. Weil dann können wir nämlich ungeliebte, nicht ungeliebte, aber Sachen, also Überproduktion verkaufen. Und wo setzen wir das Ding hin? Vielleicht hier, oder? Warte mal, da ist noch ein Gebäude. Sollen wir das hier hinten dran setzen direkt? Wenn nicht alles symmetrisch propetrisch sein, oder? Macht das da Sinn? Ne, dann kriegen wir kein Gebäude mehr daneben. Was ist denn eigentlich hier los? Was ist denn das hier für ein... Warte mal ganz kurz. Das hier ist ein Einwanderungsbehörde und das ist ein Haus, ne? Da könnte doch noch ein Haus hier hinten dran. Wo machen wir das Handelsgebäude hin? Warte mal, hier ist unser Obsthändler. Warte mal, das macht nichts. Warte mal, das ist unser Obsthändler, ne? Dann... Wie weit hat die Kneipe noch Einfluss? Bis hierhin. Dann mache ich es hierhin. Da unten kommt das hin. Das Handelsgebäude. Ja, hier passt es auch ganz gut hin. Hier ist eine relativ große Fläche frei. Machen wir direkt an die Schweinefarm hier so dran. Können wir ein bisschen mit Schweinefleisch handeln. Zack. So, da fehlt aber, glaube ich, Stein jetzt. Oder? Nur mal warten, wird bestimmt gleich produziert, der Stein. Können wir eigentlich hier noch was verbessern, was irgendwie günstig ist? Nee. Nee. Wir kriegen nicht genügend Holz rein. Warte, Moment. Wir können mal ganz kurz das hier stoppen. Erstmal ein bisschen Holz wieder auf Tasche kriegen, ne? So, ich würde ganz gerne jetzt als nächstes Eisen dazu bekommen. Da müssen wir das Gebiet hier kaufen. Das können wir uns sogar schon leisten, aber ich warte jetzt nochmal mit der Kohle. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Kohle sparen. Da fehlt der Stein. 18 Steine. Müsste aber gleich nachkommen, der Stein. Können wir mal ein paar Orangen verkaufen. Da haben wir nämlich echt genügend. Habe ich hier irgendwas verbessert? Nee. Technologiebaum anzeigen. Okay, wir sind jetzt bei der Eisenverarbeitung. Mit der Ziegelei könnten wir was machen. Was ist hier bereit zur Forschung? Den Schneider. Produziere 5 Haus, Stufe 3. Ich glaube, der Schneider ist noch ein Luxusgut, oder? Warte mal. Jetzt hör doch mal auf hier. Eisenschmelze. Ablehnen, nein. Können wir immer noch später machen. Jetzt wird erstmal Brauerei hier gemacht, ne? Damit wir hier immer ein bisschen vorankommen. Hier wohnt Stufe 1 Haus gegen Stufe 3 Haus. Was ist denn hier passiert? Ach, hier wohnt niemand. Na gut, dann wird auch niemand upgraden. So, bei 100 machen wir erstmal Stopp. Dann müssen wir erstmal wieder alles auf ein Level bringen. Hier gehen die Werkzeuge aus. Yo, ich hoffe ja, dass ich die bald herstellen kann, ne? Ansonsten können wir erstmal die primitiven Werkzeuge machen, oder? Wie viel Geld haben wir jetzt? Wir haben... 1089.
So. Gekauft. Die durchsuchten Kisten. Ich würde... Wegen der Kohle müssen wir auf Produktivität gehen. Dann kriegst du, der hat schon eins drin. Hast du auch schon eins drin? Jo, können wir zwei reinsetzen? Oh, geht auch zwei. Das ist doch super. Die Eisenmine, die kaufe ich mir. Die kann ich mir gerade so leisten. So, dann setzen wir die Eisenmine, würde ich sagen, hier direkt neben dran, wa? Setzen wir hier so mit einem Abstand. Da fehlt zwar sehr viel Holz gerade aktuell noch, aber das kriegen wir hier auf jeden Fall raus aus der Wüste. Ich werde kein Obst hier. Ja, alle Bäume bitte abtackern. Zack. So. Die können wir zur Not nachpflanzen, wenn es notwendig sein sollte. So, jetzt warten wir erstmal ab wegen den Bauten. Weil hier haben wir ja unser Handelsposten. Der ist jetzt gleich fertig. Nice. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann können wir jetzt ein bisschen Kohle machen. Jetzt können wir mal gucken, was wir verkaufen. Wir können Orangen verkaufen. Orangen. 180 können wir verkaufen. 620. Nehmen wir doch. So. Lassen wir mal so laufen. Und Holz fehlt, aber das kommt jetzt gleich nach, wenn sie die Bäume hier umgelegt haben. Da ist schon fertig. Okay. Wie schön die aussehen, ne? Wie unterschiedlich auch die Gebäude aussehen hier bei den... Echt geil. Technologiebaum. Was haben wir eben erforscht? Brauerei haben wir erforscht. Eine Kartoffelknolle. Aber sowas von. Eine Bierbrauerei direkt freischalten. Ja, warum nicht? Achso, warte mal, da brauchen wir Weizen, ne? Baut Weizen zu Bier. Haha. Wir haben keinen Weizen. Haben wir irgendeine Überproduktion? Nee, eigentlich nicht, ne? Die medizinischen Kräuter haben gerade so gelangt. Das heißt, wir machen noch ein Feld. Warte mal, wir haben doch ein neues Gebiet gekauft, oder? Moment, wir gucken mal wegen der Fruchtbarkeit. Hier würde gehen. Wie weit geht denn die Kneipe? Jo, hier könnten wir was hinsetzen. Hier oben war nichts fruchtbar, oder? Nee. Wir hier die Weizenfelder hinsetzen und die Brauerei. Hier so, in die Ecke. Direkt neben die Häuser. Oder sind die stinkig? Warte mal, wenn ich eine Brauerei... Aha, okay. Die müssen weiter oben sitzen. Aber man könnte das so machen. Die Brauerei ins Wasser. Machen wir das so? Machen wir das so? Ich weiß es nicht. Warte mal, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz. Ja, warum nicht, oder? Und dann das Feld hier hin, weil das stört die ja nicht, wenn die daneben im Feld wohnen. Und die Kneipe hat einen Radius bis hier. Könnte auch ein bisschen höher setzen, damit hier noch ein paar Häuser hin können. Vielleicht eins. Eins. Ein Haus passt da noch in die Ecke. Jo, dann machen wir das. Komm, wir setzen jetzt die Brauerei hier oben hin. Dass der Weg passt. So passt der Weg. Zack. Und dann machen wir direkt ein Weizenfeld hier neben dran. Dann geht hier der Weg lang, da geht er rüber. 63, ist doch richtig, oder? Größer geht nicht, ja, 63. Zack, da kommt unser Weizenfeld hin und dann setzen wir hier noch einen Weg ran. Da ist rot.
Gucken wir hier richtig. Hier sind wir richtig. Zack. Und einmal hier runter. Nice. 64 wäre das Maximum, aber 63 ist echt gut. Kommt der eigentlich auf so eine schiefe Zahl? Wie kommt der auf so eine schiefe Zahl, frage ich mich gerade. Das Feld irgendwie nicht symmetrisch, propetrisch? Wie kann ein rechteckiges Feld 63 Felder haben? Komisch. Das vielleicht nicht jedes mit reingenommen, dass da irgendwie eine Ecke mit Stein belegt war oder irgendwie sowas in der Art. Ich finde es so geil, dass wir sind mitten hier in so einem, sag mal, ja, mitteleuropäischen Haus oder sowas. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Und hier haben wir dann hier diese schicke Hütte, die eigentlich in der Wüste vorkommt. Finde ich total schön, diese Gebäude. Sehr nice. Ich habe 9x7 gemacht. Ah. Deswegen 63, ja klar. Ob der Hirnschutz sind so richtig gerechnet, ne? Warte mal, haben wir hier noch frei? Ist hier ein Weg? Hier geht auch einer hoch. Okay, cool. Gut. 93, 98. Wohnt jetzt hier jemand? Immer noch nicht. Na gut, ich habe ja gesagt, wir gehen bis 100. Das heißt, wir müssten eigentlich noch zwei Häuser hier oben hinsetzen, hier oben dran. Die Kneipe geht bis hier. Ich setze mal hier ein Haus dran. Dann haben wir... Weißt du was, ich setze das so. Dann können wir nämlich den Weg hier nutzen. Zack. Mal gucken, ob es noch ein Wüstenhaus gibt, oder? Wobei das, glaube ich, nicht mehr weit genug in der Wüste drin sitzt. So, Werkzeuge, yo, die brauchen wir auch. Da habt ihr absolut recht. Wir müssen einen Werkzeugmacher bauen, und zwar den primitiven. Wo ist er? Da, Steinwerkzeuge, 140. Ihr wollt nicht im Wohngebiet sein, ne? Sehe ich richtig? Dann kommt er hier in unser Industriegebiet hinten rein. Der will ja bestimmt Stein haben. Weißt du was? Dann setze ich den hier vis-à-vis zum Steinmacher. Zack. Und hier haben wir... Was haben wir hier eingelagert? Theoretisch, glaube ich, ist das Stein, wenn es nicht... Ja, da ist Stein, wenn es voll wäre. Und dann ist das hier Kohle. Na gut, dann brauchen wir hier nicht noch ein Lager machen. Das macht gar keinen Sinn. So, dann baut mal. Ah, die roden hier noch. Noch mitten dabei, okay. Können wir eigentlich uns hier den Stein holen. Das kann dann zumindest die Zeit überbrücken, bis wir die Steinproduktion wieder hochgefahren haben. Ja. Ist krass, wie sich das entwickelt, oder? Du bist hier... Am Anfang hast du ein Mini-Winnie-Gebiet, hast voll Platzprobleme und dann kommst du hier auf einmal in so ein Ding, wo du schon ordentlich eingenommen hast. Vielleicht sollte man nochmal einen zweiten Förster bauen. Kann man eigentlich in der Wüste Bäume pflanzen, also wo hier nichts ist? Das ist eine gute Frage, ne? Hier wäre jetzt Platz. Also hier hätten wir, hier könnt ihr anbauen. Ich würde sagen, das mache ich. Komm, wir nehmen eine Universalkarte und bauen uns hier einen Förster hin. Warum soll er denn nicht hier bauen? Setz ihn hier so mitten rein, also damit er möglichst weit vom Gebiet, viel vom Gebiet einnimmt. Wir müssen Werkzeug einkaufen. Achso, weil wir nicht bauen können, ne? Okay, warte mal, dann... wir sind ja im Handel, dann handeln. Warte mal.
Verbesserte, erhöhte Ladung und schnellere Lieferung. Hat niemand gesehen, ich habe schnell gedrückt. Handel. So. Wir hätten gerne Werkzeuge, bis unsere Produktion anläuft. Haben wir hier irgendwie Werk? Ja, Quatsch. Wie viel kosten die? 388? Boah, ist das teuer. Boah, ist das teuer. Ich glaube, wir nehmen mal lieber Steinwerkzeuge. 30. Gucken. Sollte jetzt relativ zügig gehen, bis wir die Produktion anwerfen. Ja, mehr Werkzeuge. I know that. So, Technologie. Bibliothek. Was ist die Bibliothek? Für Bildung wahrscheinlich, ne? Logistik. Ah, okay, Moment. Lieferdienste. Geil. Kann ich eine Pizza bestellen? Statt hier immer nur die Orangen fressen, ist ja auch blöd. Bibliothek könnte ich mir gut vorstellen, dass das wichtig wäre. Ansonsten Verbesserungen. Ich glaube, wir müssen uns ja mal hier Nachhaltigkeit und Bogen und so weiter, müssen uns hier auch mal ein bisschen verbessern. Entzugbegrenzer, was ist das hier oben? Forsttechnologien. Holzertrag verbessern. Das ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Komm. Wir machen mal den Kohlebrenner, auch wenn wir den nicht brauchen. Wir haben die Kartoffelknolle freigeschaltet. Sehr schön. So, jetzt müssen ja demnächst müssen die Werkzeuge geliefert werden. Hier sind sie am Kommen. Wir haben Wohnraum für 103 Bewohner. Und wir brauchen noch 3 Bewohner. Und dann machen wir erstmal Einwanderungsstopp. Und dann gucken wir, dass wir das hier alles auf die Reihe kriegen. Oh, was? Ausgabekanister voll? Was? Ach, Eisen. Okay, warte mal. Eisen schmeißen, dann kommt hier noch Eisen rein. Eisen. Erz. Jetzt müsste sich das beruhigen. Jetzt müssen sie das da rausholen. Sehr schön. So, was haben wir hier? Verbesserungen. Zugbegrenzer, vergrößerter Steinbruch. Absolut. Oh, ich glaube Eisen. Kommt aber ordentlich rein, aber wahrscheinlich können wir das sogar gut verkaufen, das Eisenerz, könnte ich mir vorstellen. So, noch 2 Bewohner. Der Winter kommt schon wieder. Nahrungstechnisch sieht es noch sehr gut aus. Die Gebäude haben auch alle ein Upgrade erhalten, das ist auch gut. Ah, guck mal hier. Guck mal, 2 Nachbarn. Che. Den Song finde ich gut, der hier gerade läuft. Der gefällt mir gut. Ah, wir haben es geschafft. Wir haben die 100 Bewohner geschafft. Ich nehme ein weniger Eingangsressourcen. Und das Ding kriegt unser, wo ist er? Er hier, den wir gestoppt haben. Genau. Für die Möbel. Dann können wir das eigentlich gerade mal wieder anwerfen. Aber ist krass, ne? Das Schweinefleisch, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt nach unten geht, eventuell durch die Bevölkerungsstufe. Achso, warte mal, wir wollen die Einwanderung hier ein bisschen abstoppen. Zack, so. Verpflegt die ganze Siedlung. Das ist krass. Also, im Moment geht's ja noch. Ich sag mal, solange hier kein... Solange es nicht ins Minus rutscht, können wir das alles so laufen lassen. Das ist eigentlich ganz gut. Owen hat ihr 100 Gold für eure gute Beziehung gezahlt. Jo, gerne. Wir können doch friedlich koexistieren. Müssen uns ja nicht bekriegen oder beklauen. Ist ja auch doof. Passiert ja im wahren Leben schon oft genug. Ja, läuft ganz gut bisher, würde ich sagen.
So. Hier werden Steinwerkzeuge produziert, sehe ich das richtig? Steinwerkzeugfabrik, ja. Sehr schön. Na, dann kommt das doch jetzt hier langsam im Laufen. Dann würde ich sagen, machen wir uns am Ende der Folge, hauen wir noch einen Handel an. Und zwar, wir handeln... Ne, nicht mit Werkzeugen, haben wir nicht genügend von. Ich verkaufe nochmal Orangen. Da sollte eigentlich nichts passieren. Wie viel haben wir denn? 700 bekommen. Da können wir die kompletten 300 verkaufen. Also die Gebühren sind unverschämt. Die Gebühren sind echt unverschämt. 30% Gebühren. Naja, zumindest haben wir jetzt Kohle, ne? Also in beiderlei Hinsicht. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge. Kingdoms Reborn, sehr, sehr schönes Spiel. Jetzt haben wir uns auch schön stabilisiert. Es geht voran. Wir handeln, wir produzieren. Oh, Bier wird produziert. Wo ist die Brauerei? Ist es schon fertig? Ach, guck mal hier, unser schönes Winterbier wird schon produziert. Es lübt. Hier sind die Kupferkessel am Start. Sehr schöne Modelle, muss man sagen. Ein Kompliment an den Entwickler, finde ich sehr schön. Was ist das hier? Pumpt das Ding? Okay. Cool. Das erste Bier ist am Kommen. Ach, es läuft in Synapse, ja. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.